Und da sind wir wieder hier in der nächsten Folge. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Oh, was haben wir da Neues? Es ist jetzt Nacht geworden. Und wir müssen jetzt mal. Oh, die Scharfschützenkreuzung. Ey, Alter, wollt ihr mich verarschen? Das Stadtzentrum war einmal schön. Parks, Plätze und Monumente, umringt von alten Gebäuden. Jetzt gibt es reihenweise gute Stellen für Scharfschützen. Und ein offenes Areal mit wenig Deckung. Zahlreiche Fälle von erschossenen Zivilisten haben den Ort seinen Namen eingebracht. Scharfschützenkreuzung. Wir können hier wertvolle Sachen finden, aber es ist sehr riskant. Oh. Und hier ist noch was Neues. Ein kleines Wohnhaus. Dieses alte Wohn... Vorsicht ist geboten. Dieses alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und deren Sohn. Der Sohn ist bestimmt heiß auf Feinde zu erlegen, um seine Eltern zu schützen. Vermutlich haben sie Vorräte wie Essen und Medikamente. Also wir können sie stehlen oder mit Gewalt nehmen. Dietriche könnten nützlich sein, okay. Ah. So, Pavel ist noch müde. Den Koch werden wir mal auf Wache stellen und sie lassen wir plündern. Okay. Nimm mal einen Dietrich mit. Und dann geht's los zum Plündern. Juchai! So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt wieder hier, wo ja diese Leute waren. Und gucken mal, ob wir nicht hier noch ein bisschen was abstauben können. Hier hoch kommen wir nicht, wa? Nee. Mal erstmal gucken. Man möchte denen ja nicht unbedingt begegnen. Oh Gott, nein, warum ist sie denn gleich hier so durchgerannt? Los, komm, geh mal hier hin, da ist glaube ich gerade keiner. Oh. Okay, alles nehmen. Und jetzt gehen wir hier nochmal hoch, da ist auch keiner. Da kann man wohl an der Tür lauschen, okay. Oder was heißt dieses Symbol? Ach, verstecken. Ah, cool. Alter, spannend wie Sau. Mal durchgucken, da ist aber keiner. Okay, reingehen. Und hier Schrank looten. Hat er mich eben gesehen, der Typ? Ne, er rennt da durch, warum auch immer. Oh ne, er hat den Kumpel Bescheid gesagt. Pass auf, wir nehmen jetzt nochmal schnell. Frag mich, ob wir jetzt so viel Zeit noch haben. Zum Ausgang rennen. Vielleicht kommen wir gerade noch so weg. Alter, ist das spannend. Ist das spannend. Oh. Wir haben es gerade so geschafft. Tag 5. So, oh, wir haben es gerade so geschafft. Alter Schwede. So, Leute. Jetzt müssen wir also langsam mal eine. Oh, es war auch kein Einbrecher da. Wir haben sehr viel Shit gefunden. Oh, der schläft ja gar nicht. Die waren beide wach, oder was? Pavel ist jetzt einfach nur hungrig. Okay. Pavel ist hungrig. Er ist müde. Ah, sie ist bestimmt richtig müde, oder? Sie ist auch müde. Da müssen wir jetzt wohl mal ein neues Bett machen. Mach mal bitte ein neues Bett. Noch ein zweites. Wir müssen ja jetzt mittlerweile ein bisschen Wasser haben, war? 5 Wasser, okay. Was ist wichtig, ein Bett oder eine Schaufel? Eine Schaufel, war? Oder? Machen eine Schaufel.
Wenigstens ist es warm. Ja, warum haben wir geheizt? Und du kannst jetzt mal den Ofen anmachen. So, jetzt haben wir eine Schaufel. Dann geh mal bitte hierher und mach hier diesen Haufen weg. Ja, sehr geil. Sehr geil. Dann können wir nämlich gleich an den Schrank daran. Cool. Und mal hoffen, dass da ein bisschen was drin ist. Jo. Auch Zeug, was wir handeln können, diese Diamanten da. Genau, ein wertvoller Tauschgegenstand. Wir brauchen was zu essen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kannst du hier den Ofen mal anmachen? Ach, der brennt schon. Okay, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Dann werden wir mal gucken, ob du noch ein Bett bauen kannst. Nein, scheiße. Es reicht nicht mehr, um irgendwas zu. Und hier kannst du hier noch was bauen? Noch ein Dietrich, mach den noch ein Dietrich. Eine Brechstange haben wir ja gerade nicht. Oh, guck mal, er raucht eine. Cool. Wo hat er denn die her? Kann mich gar nicht erinnern. Sehr geil. Sitzt er da und raucht eine Zigarette. Müssen wir irgendwie im Inventar gehabt haben. Er raucht dann scheinbar von alleine. Wir brauchen Nahrung. Ganz großes Problem. Wir werden mal den Tag beenden und dann gehen wir mal mit Pavel zum Supermarkt. Wir brauchen unbedingt Nahrung. Okay, wir beenden den Tag. Alter, 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 alter. So, Pavel, mein Freund, du sollst plündern. Er ist müde. Dann schlaf du im Bett und du stehst wache. Und wir gehen zum Supermarkt. Und wir nehmen mit für den Supermarkt. Oh, was nehmen wir denn mit? Shit. Oh, die schöne neue Schaufel. Wollen wir die mitnehmen? Okay, die nehmen wir mit. Und wir nehmen einen Dietrich mit. Und wir lassen das Brecheisen. Nehmen wir es mit oder lassen wir es hier? Das brauchen die eigentlich hier als Waffe, weißt Scheiße, ich weiß es nicht. Okay, ist egal. Wir lassen das Brecheisen hier. Oder? Nee, wir nehmen es mit. So, dann geht's jetzt zum Plündern. Juhu. Okay, zum Plündern. So, jetzt sind wir am Supermarkt. Jetzt wird's spannend. Da sind schon welche. Andere Plünderer. Müssen wir mal gucken. Oh, jetzt kommt er raus und was macht er jetzt? Hey du. Warte mal, was hat er gesagt? Keine Sorge, das sollte genug. Okay, oh, Alter. Okay, die tun uns erstmal nichts. Die sind erstmal nicht feindlich gesinnt, das ist schon mal gut. Brauche unbedingt Medizin, ey. Nicht, dann doch Essen und Medizin vielleicht. So, wir hoffen mal, dass die uns. Ich hoffe mal. Ah, da ist noch was. Ich hoffe mal, dass die uns alle jetzt friedlich. Das ist ja scheinbar eine Clique. Das sind ja drei Leute irgendwie. Ah, dass die Waffen haben, ey, und ich habe gar nichts. So, das werden wir mal rauspacken. Das brauchen wir auch noch nicht, glaube ich. Oh, einen Verband haben wir schon mal. Das nehmen wir mit, das ist ja Essen. Den Rest lassen wir hier, oder was? Das nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir nicht doch noch mehr zu essen finden.
Okay. So, gibt's hier noch mehr? Hier kannst du dich mal kurz verstecken. Cool, also diese Verstecken-Option finde ich auch cool. So, jetzt geht's nach oben. Alter, ist das spannend. Ist das spannend, verdammt. Und ein Haufen Zeug hier, ey. Wir werden mal den Schwerpunkt auf. Naja, alles, was wertvoll ist, war. So, hier nochmal. Bin mal gespannt, wenn die Nacht vorbei ist. Oh, Zigaretten ist natürlich auch cool, wa? Komm, wir lassen mal das hier. Nehmen wir die Zigaretten mit. Gucken hier nochmal rein. So, was gibt's denn hier doch? Ach, ich könnte was zu essen gebrauchen, ey. Zucker brauche ich nicht. Gibt's hier nicht noch mehr? Da oben ist noch was. Gehen wir mal da hoch. Ah, spannend, spannend, spannend. Hier noch mal runter. Weiß nicht, ob da noch was ist. Sieht aus wie eine Knarre, Alter. Hier. Als wenn da eine Knarre steht. Was ist das? Eine Inschrift. Auf einem verblassten Flugblatt mit Totenkopf und gekreuzten Knochen steht Gefahr. Halten Sie sich fern von nicht explodierter Munition. Könnte mit Sprengfallen versehen. Dem fassen Sie nichts an. Okay. Müssen wir aufpassen. Hier ist noch was. Alter, ist das ein riesiges Gelände hier, ey. So, langsam ist jetzt unser Inventar voll. Guck mal hier noch rein. Das Zeug nimmt so viel Platz weg hier. Mist. Können wir hier noch mal rein oder was? Ich behalte dich ins Auge. Ja, wir tun hier ja nichts. Jetzt hauen sie ab, wa? Glaube ich. So, gibt's hier noch mehr? Nee. Jetzt könnten wir höchstens noch mal in den unteren Bereich. Guck mal, hier haben wir, waren wir auch noch nicht. Alter, ist das spannend. So, wie kommen wir denn hier hin? Guck mal hier. Ohne Ende hier Zeug, ey. Ohne Ende. So, gibt's hier noch was? Oh, da könnte ich sogar schlafen. Ist ja auch geil. Will ich gerade schlafen? Gucken, was hier doch ist. Ich denke mal, so langsam sind wir echt voll. Jetzt werden wir mal wieder nach Hause gehen. Dann können wir später nochmal herkommen. Ja, ist die Frage, wenn wir das nächste Mal herkommen, ob dann wieder so freundliche Leute da sind. Ja.
Tag 6. So, da sind wir wieder. Ich hoffe mal, dass hier nichts Schlimmes passiert ist. Jo, ich habe Bandagen bekommen. Sehr geil. Oh, wir wurden ausgeplündert. Scheiße. Katja hat eine tiefe Wunde. Sie könnte Bandagen gebrauchen. So, sie haben aber nichts geklaut, die Angreifer. Das ist gut. So, Katja, meine Gute. Geh mal hier und leg dir eine Bandage an. So, er ist krank und erholt sich. Und er könnte jetzt nochmal noch ein zweites Bett bauen. Das Zeug hier können wir ja sofort essen. So, wie sieht's bei dir aus, Katja? Geht's dir besser? Reicht nicht für ein Bett, wir haben nicht genug Holz oder was? Mist. So, meine Gute, du kannst mal was essen. Müde ist er auch. Nicht sehr schmackhaft, aber sättigend. So, und du, mein Freund. Du, mein Freund, du hast jetzt eine Weile schon geschlafen und du kannst jetzt hier mal das wegmachen. Die gute Katja muss jetzt mal schlafen. Und du kannst hier mal mit der Brechstange das Ding aufbrechen. Sehr schön. Und hier den Haufen kannst du. Nein, habe ich jetzt wieder. Muss mal erst markieren. Mir erst dran gewöhnen, dass ich hier wirklich ganz penibel immer denjenigen vorher markieren muss, der da den Auftrag hat. Ach, da brauchst du die Brechschauen gar nicht. Yeah! Wo die gute Katja schläft. Ah, ein bisschen Zucker, okay. Die Schaufel frei? Ja. Und du guck jetzt mal bitte hier rein. Eine Brechstange haben wir ja. Da könntest du eigentlich was mit anstellen, oder? Ach, wir hätten auch eine Brechstange nehmen können. Was haben wir da drin? Oh, Medikamente, Dietrich. Ein Haufen Zeug. Sehr schön. Und jetzt geh mal bitte hier oben hin. So, wie sieht es bei dir aus? Jetzt hier in die letzte Abteilung? Nee. Bitte geh nochmal. Und du? Sollst jetzt hier oben hin? Wir müssen gucken, dass wir noch ein Bett bauen. Bau mir mal bitte noch ein Bett. Geht nicht. Können wir es schon hoch? Leveln? Nein, geht auch nicht. Okay. Ah, kannst du das hier hochleveln schon? Bruno? Nee, wir brauchen 30 von 8. Ach, 30 brauchen wir dafür. Okay, alles klar. Würde mich mal nochmal interessieren, wie viel was fehlt hier noch? Da braucht man nicht so viel, wa? 14 und mehr Holz brauchen wir. Gut, er ist krank. Werden wir mal den Tag beenden und werden noch Holz holen. Und ich weiß auch schon wo. Okay. So, Bruno wird jetzt plündern. Er wird im Bett schlafen, sie wird schlafen. Vorbereiten und diesmal gehen wir zum verlassenen Holz. Da lag noch Material zum verlassenen Haus. Da lag noch Material rum und sind jetzt tatsächlich so verrückt, dass wir das alles, die ganzen schönen Sachen hier mitnehmen, weil im verlassenen Haus da war nämlich gar keiner. Und dann werden wir jetzt mal plündern gehen.
So, da sind wir wieder. Oh Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Beim Supermarkt nochmal? Oh Gott, Mist. Muss ich jetzt den Supermarkt? Ich könnte natürlich auch wieder zurückrennen, wa? Ist egal, da sind wir jetzt knallhart. Ich hoffe mal, dass hier jetzt diese ganzen Typen nicht mehr sind. Was brauchten wir? Holz, wa? Mal die untere Etage hier looten. Hier hinten mal reingehen. Aber ich glaube, da war hier hinten war nichts. War nur ein Bett. So, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen rauszoomen, oder? Nee, hier ist keiner. Die Bande ist weg. Wir hätten aber. Eigentlich wollte ich in das andere Haus, habe ich ja mal vergessen zu markieren. Oh, guck mal hier. Das Coole ist, wir haben auch alles dabei, was wir brauchen. Brechen wir auf mit der Brechstange. Oh. Oh. Cool. Alter, was ist das hier? Inhaltsstoffe von Medikamenten. Gut, dann werden wir den Kaffee mal wegmachen und werden mal die Inhaltsstoffe von Medikamenten mitnehmen. Den Dünger werden wir wegtun. Nehmen wir dafür das Wasser mit. Was ist das hier? Alkohol. Ein beschädigter Helm. Wie, was, wo, wo, wer? Das ist der beschädigte Helm. Kann auch benutzt werden. Doch nach einigen Reparaturen könnte er mal einem den Kopf retten. Oh, geil. Den müssen wir mitnehmen. Was haben wir noch? Alkohol, wa? Schnaps. Eine Zigarette. Oh, so coole Sachen hier. Nehmen wir noch den Schnaps mit. Mist. Gucken hier noch mal kurz rein. Ah, und wir haben keinen Platz mehr, ey. Ist da noch jemand drin? Guck mal. Alter, jetzt haben wir die Qual der Wahl, wa? Nee, das war's. Mehr können wir jetzt hier nicht mitnehmen. Wir mal wieder nach Hause gehen. Hoffentlich ist da kein Unglück passiert in der Zeit. Bruno ist zurück. Tag 7 schon, Alter, es geht ja ruckzuck. So, an der Stelle ist die Folge jetzt beendet. Wir sehen uns dann. Ah, okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage jetzt erstmal an der Stelle Tschüss.